Zurzeit protestieren tausende Menschen in Deutschland gegen die Corona-Einschränkungen. Mir ist aufgefallen, dass in vielen Berichten darüber der Fokus vor allem auf die Verschwörungstheoretiker unter den Demonstranten und auf die eindeutigen Spinner gelegt wird. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Es gibt aber auch vernünftige Argumente, die man nicht einfach so pauschal abtun kann und auch nicht sollte. Denn sich die mal genauer anzuschauen, ist wichtig. Take this. First things first. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das Grundgesetz gesteht uns Bürgern umfassende Rechte zu. Und besonders wichtig sind dabei die Grundrechte. Sie schützen uns Bürger vor den Eingriffen des Staates, sind also auch Abwehrrechte. Ein wichtiger Teil der Grundrechte sind die Freiheitsrechte. Das Recht auf Versammlungen, das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit, die Religionsfreiheit und damit auch die Religionsausübung. Und beinahe alle diese Rechte wurden in der Pandemie beschnitten oder stark eingeschränkt. Und zwar völlig zu Recht und nicht einfach als illegale Machenschaft der Bundesregierung. Denn extra für diesen Zweck gibt es ja zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz, mit dem die entsprechenden Maßnahmen gerechtfertigt wurden. Dabei steht in § 28 und 29 Infektionsschutzgesetz sogar ausdrücklich drin, dass bestimmte Rechte eingeschränkt werden können. Und wenn das Leben so vieler Bürger bedroht ist wie jetzt, dürfen die Freiheiten der Bürger natürlich auch begrenzt werden. Das müssen sie sogar. Denn Hintergrund des Infektionsschutzgesetzes ist ja letztlich Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und bei der Abwägung der Freiheitsrechte gewinnt sehr oft dieser Passus. Denn es ist ziemlich schwer für einen Bürger, seine Freiheitsrechte auszuleben, wenn er tot ist. Aber, und da kommen wir dann wieder zu den Bedenken einiger Kritiker, solche Einschränkungen stehen in Deutschland unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der Staat kann also nur, um ein Ziel zu erreichen, nichts beschließen, was dazu völlig außer Verhältnis steht. Als Beispiel. Nur weil es jährlich tausende Tote im Straßenverkehr gibt, schafft man deswegen noch lange nicht den Straßenverkehr ab. Und ganz klar ist auch, eine Quasi-Aufhebung vieler unserer Grundrechte ist eine beängstigende Situation. Nicht nur für verschwörungstheoretische Spinner, sondern auch und gerade für überzeugte Demokraten. Also ich traue dem Ganzen einfach nicht mehr und ich will einfach, dass Rechtsstaatlichkeit erhalten bleibt und einfach wir nicht auf die Seite gedrückt werden als Bürger. Wir wollen doch in Deutschland keine Diktatur, dass uns jemand irgendwelche Maßnahmen aufdrückt, die völlig übertrieben sind, die gar nicht im Verhältnis stehen zu dem, was momentan passiert. Es ist schon bemerkenswert, wie bereitwillig und stillschweigend all die neuen Bestimmungen von der breiten Masse aufgenommen worden sind. Denn die Kontakteinschränkungen fanden Ende März 2020 eine Zustimmung in der Bevölkerung von sagenhaften 95%. Und auch über die Frage, wie lange diese Einschränkungen noch anhalten sollten, gab es noch keine gesellschaftliche Debatte. Fast 60% haben sich Ende März kaum Sorgen darüber gemacht, dass Freiheitsrechte länger eingeschränkt werden. Aber gut, das ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn sich gerade eine tödliche Krankheit weltweit ausbreitet. Da sind viele mit dem Kopf wahrscheinlich ganz anders und haben erstmal scheinbar wichtigere, alltägliche Dinge zu regeln. Dafür habe ich volles Verständnis. Und ich selbst war ja auch erstmal froh, dass unsere Regierung im Vergleich zu anderen den Ernst der Lage erkannt hat und bereit war, die nötigen Schritte einzuleiten. Es ist aber absolut legitim und in Ordnung, dass Menschen Kritik an der Art oder dem Umfang oder der Dauer dieser einschneidenden Maßnahmen äußern. Und diesen Einwänden sollte man dann respektvoll und mit Argumenten begegnen, nicht mit Hohn oder Abwertung. An dieser Stelle absoluten Respekt an die Virologen, die unermüdlich um Verständnis und um Akzeptanz geworben haben, indem sie zum Beispiel Fakten und Zahlen und Zusammenhänge geschildert haben. Immer und immer. Und immer wieder. Dazu kann ich euch auch das Video von MyLab empfehlen, zum Virologenvergleich, quasi eine Liebeserklärung an die Wissenschaftler. Aber jetzt mal wieder ganz unromantisch. Die Einschränkung der Grundrechte, so ein Lockdown, das ist eine krasse Einschränkung für den Notfall. Also für eine begrenzte Zeit. Zumindest, wenn man keine fragwürdigen demokratischen Zustände haben will, wie in... Ja, da bringe ich mich eh bloß in Teufelsküche, wenn ich das jetzt sage. Also auf jeden Fall, es ist keine Dauerlösung. Es war von Anfang an nie die Frage, ob wir die Maßnahmen wieder beenden, sondern nur wann. Und dass es darüber je nach Lebenslage verschiedene Ansichten gibt, ist doch nur logisch. Zwischendurch hatte ich aber den Eindruck, dass jeder, der auch nur laut über ein Ende der Maßnahmen nachgedacht hat, als kaltblütiger Oma-Mörder hingestellt worden ist.
das fand ich unfair. Denn in unserer pluralistischen Gesellschaft sollte man doch auch offen darüber diskutieren können. Viele Menschen demonstrieren auch, weil sie sich Sorgen um die Wirtschaft machen. Es haben aber auch viele Vertreter der Wirtschaft selbst gefordert, dass man ihnen einen klaren Fahrplan gibt, wie lange die Maßnahmen noch dauern werden und wann der ganze Spuk vorbei sein wird. Das wurde von manchen Politikern dann missbilligend kommentiert. So, als wären das alles zutiefst egoistische, verantwortungslose Raubtierkapitalisten, denen das Leben der Menschen und das Gesundheitssystem am Arsch vorbeigehen. Ganz so einfach ist es aber nicht. In Deutschland sind von allen Unternehmen rund 99% kleine oder mittlere Unternehmen. Also Mittelstand. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung beschäftigten diese im Jahr 2018 zusammen über 17 Millionen Angestellte. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, was es für die Lebensbedingungen in diesem Land bedeuten würde, wenn es da zu einer Kettenreaktion käme und ein großer Teil dieser Menschen auf der Straße landen würde. Oder? Ganz abgesehen von dem einzelnen Schicksal der Millionen Arbeitnehmer überhaupt. Und ich glaube, ich muss auch nicht begründen, warum gerade diese Firmen in harten Zeiten als erstes sterben, oder? Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Netflix, Amazon und Google die Krise überleben werden. Wahrscheinlich sogar eher gestärkt. Aber die kleinen Geschäfte in unseren Innenstädten, die haben keine Rücklagen für mehrere Monate ohne Einnahmen oder mit viel geringeren Einnahmen, weil die Leute zum Beispiel lieber zu Hause bleiben oder online bestellen. Da stehen Existenzen von Menschen auf dem Spiel, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen und die ihr Bestes geben, sich und ihre Angestellten irgendwie über Wasser zu halten. Besonders betroffene Wirtschaftsbereiche sind nach einer Prognosstudie der Tourismus, die Kulturwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe, also wie zum Beispiel Metall- oder Elektroindustrie. Ist es da nicht berechtigt, wenn sich diese Leute Sorgen machen, wie es weitergeht? Was mich im Zuge der ganzen Debatte auch gestört hat, war, dass viele so getan haben, als ginge es hier um eine Abwägung Wirtschaft oder Menschenleben. Als ob man das trennen könnte. An der Wirtschaft hängen auch jede Menge Menschenleben. Und ich meine das jetzt nicht im metaphorischen oder im übertragenen Sinne, sondern im biologischen. Wirtschaftskrisen kosten auch Menschenleben. Dass wirtschaftliche Not Menschen sogar in den Selbstmord treiben kann, hat eine Studie der Universitäten Bristol, Hongkong und Oxford im britischen Ärzteblatt herausgefunden. Die haben 54 Länder im Jahr 2009 untersucht und herausgefunden, dass die Suizidrate durch die Finanzkrise ein Jahr zuvor deutlich angestiegen ist. Insgesamt um 3,3%. Etwa 5000 Männer mehr nahmen sich das Leben. Und auf jeden dieser vollendeten Selbstmorde kamen nochmal 30 bis 40 Selbstmordversuche. Der letzte Punkt sind die Einzelschicksale. Man kann noch so viel und so lange über Zahlen und Kurven diskutieren, aber in den Diagrammen werden eben nicht die schweren Einzelschicksale deutlich, die persönlichen Härten und die Verzweiflung einiger weniger. Und im Zuge der Maßnahmen gibt es nun mal unzählige Leidtragende, in deren Haut niemand von uns stecken möchte und deren Sorgen man nicht so einfach wegwischen darf. Was ist zum Beispiel mit den Menschen, die während des Lockdowns einsam in Seniorenheimen verstorben sind? Ob nun an Corona oder aus Altersgründen. Die waren alleine und die Angehörigen hatten keine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Oder die Kinder von Menschen in Seniorenheimen, die Angst davor haben, dass die alleine sterben. Und was ist mit berufstätigen Frauen oder Männern, die einfach beim besten Willen nicht mehr können und nicht wissen, wie sie wochenlang arbeiten und sich um die Kinder kümmern sollen? Was sollen die denn machen, wenn sie mit ihren Kräften am Ende sind? Oder Familien, in denen es eh schon gekriselt hat, bei denen es vielleicht sogar zunehmend zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Wenn solche Leute dann wissen wollen, wann das alles endlich vorbei ist, dann reicht es doch nicht, ihnen zu sagen, sie sollen geduldig sein und weiter abwarten. Diesen Eindruck hatte ich aber zwischenzeitlich. Und das ist insbesondere deshalb ein Problem, weil die ganzen Verschwörungstheoretiker gerade in die Mitte der Gesellschaft vorstoßen können, weil sich die normalen Elternprotestler mit denen gerade eh in eine Schublade gesteckt fühlen. Um das nochmal ganz klar zu sagen, ich stehe hinter den Maßnahmen und ich kämpfe auch wo ich kann gegen die ganzen irren und gefährlichen Verschwörungstheorien an, die gerade kursieren. Dazu verlinke ich euch am Ende nochmal ein eigenes Video von mir. Aber wir dürfen eben auch nicht alle Bedenkenträger mit Verschwörungstheoretikern in einen Topf werfen und die vernünftigen Kritiker einfach ausblenden wie in einem Netzwerkfilter. Wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Krise niemanden verlieren und dass sich alle mit begründeten Ängsten auch gehört fühlen. Sind für euch Teile des Protests gerechtfertigt oder findet ihr, der Lockdown war komplett übertrieben? Haut es mir in die Kommentare. Ich sag tschüss und bis nächste Woche.